Hallo und willkommen bei mir im Kanal bei Chemizock zum zweiten Video zum neuen Update 1.11.3 bei Last Day on Earth. Der gute Krampfer ist der nächste Boss auf der Liste, nachdem wir dem Klaus schon den Garaus gemacht haben. Krampfer funktioniert so ein bisschen, wer ihn kennt, wie der blinde Jäger im Bunker Alpha auf Hard Mode. Man muss ihn gegen Tonnen laufen lassen, damit er Schaden bekommt. Zusätzlich kommen auch noch jede Menge kleinere Zombies, die versuchen, einen Tank zu zerstören. Da werde ich mir gleich eine Melkor einpacken, einen Granatwerfer und die einfach über den Haufen sprengen. Mal schauen, wie lange ich dafür wieder brauche. Mit dem Klaus habe ich so meine Probleme gehabt. Also nicht lang schnacken, gucken wir uns an, was er kann. Bis jetzt! So, da sind wir dann jetzt am verseuchten Schrottplatz, hier wo der Krampfer ja, zu Hause ist, wo er jedenfalls zu finden ist. Kleines eingezäuntes Areal, mit einer Tür drinne. Wenn wir die Tür betreten, beginnt auch schon der Kampf, aber vorher möchte ich mal kurz einmal drum herum laufen, mal gucken, was hier noch so alles ist. Und zwar auf der Minikarte als diese Stacheln dargestellt, sind hier Fässer in dem Areal. Da wird unser Ziel sein, den Krampfer gegenlaufen zu lassen. Das macht halt eine heftige Explosion und der Gute bekommt ordentlich Schaden. Ähnlich wie der Blinde im Bunker schlägt er uns fünfmal, holt dann zu einer Sturmattacke aus, rennt ein Stückchen weg, rennt auf uns zu, wieder dicker roter Pfeil auf dem Boden, da nicht drinne stehen. Möglichst so stehen, dass er natürlich gegen einen Fass läuft, das explodiert, es kommen Parasiten aus ihm raus, die müssen schnellstmöglich weg, deshalb auch der dicke Melkor in den Finger. Beziehungsweise hier gibt es auch noch, wie man es vielleicht schon von der Hexe kennt, diese Blutblubber. Die gibt es Lücken im Zaun, aus diesen Blubbern kommen wieder jede Menge kleinere Zombies raus, die versuchen oben einen ja, Container, einen Tank zu zerstören. Wenn die den Tank zu oft hauen, geht das Ding in die Luft und das Spiel ist aus. Ja, Krampfer hat 1000 Leben. Wollte jetzt nur einmal kurz erklärt haben, wie der Kampf theoretisch abläuft, bevor es losgeht. Würde ich sagen, stürmen wir mal rein, auf ins Getümmel, los geht's. So, pullen wir den guten mal, stellen uns hier in das Fass, lassen uns fünfmal schlagen, 2, 3, 4, 5. Einmal heilen, wenn der Pfeil kommt, auf Seite rennen. Dann kommen die Parasiten aus ihm raus, die möglichst schnell beiseite geschafft werden müssen. Genau, ist direkt alles gut gegangen. Gut, vielleicht ein bisschen Verschwendung gerade. Machen wir es mal so. Also wenn viele auf einem Hubbel stehen, natürlich mit der Melkor versuchen, so viel wie möglich zu erwischen. Selber heilen, wenn wir uns selber treffen. Stückchen beiseite. Kaboom, alle weg, jawohl. Der kommt wieder. Stellen wir uns hier ans zweite Fass. 2, 3, 4, 5. Einmal heilen. Aus dem Pfeil rauslaufen. Hoch, die Parasiten. Habe ich sie erwischt? Ja, habe ich sie erwischt. Ja, keine Ahnung, wie man es macht, wenn man keine Melkor, keine VSS hat. Auf jeden Fall mit ordentlich aufmunitioniert, bis an die Zähne bewaffnet hier hinlaufen. Hab auch YouTube-Videos gesehen, wo andere das mit einer Minigun machen, sich da hinstellen. War Waffe beschädigt. Dafür habe ich einen zweiten mitgenommen. Oh, müssen wir schnell wieder ein nächstes Fass suchen. 3, 4, 5. Ah, verpeilt. Chemie hat's verpeilt. Ah, er kommt direkt wieder angelaufen, weil er natürlich jetzt nicht gegen ein Fass gerannt ist. So, und schnell hier mit der Melkor um uns ballern. Parasiten erwischt, jawohl. Möglichst viele treffen. Ah. Zweite Melkor gleich um. Nein, Krampfer. Ein bisschen bearbeiten da oben. Das ist, oder hier ist noch ein Fass. Ja, ihr seht schon, VSS macht nur 20 Schaden auf ihn. So, jetzt werden wir schon auf den Melkor wechseln. Dann geht das Fass hoch.
Hab ich die Parasiten mit erwischt, wunderbar. Da liegt er auch schon tot in der Ecke. Hund war wieder verbuggt, ist wieder vor der Tür stehen geblieben, der Idiot. Hätte ich ihn gar nicht füttern brauchen. Gut, einmal verpeilt, trotzdem habe ich ihn ins Jenseits befördert. Schauen wir uns noch den Loot an, den er hat. Was ist das? Parts. Ah, Kiste des Mechanikers. Cool, cool, cool. Öffnen. Eine Blaupause fürs Offroad-Motorrad. Okay, können wir direkt nutzen. Dann wieder Energy Drink. Oh, Hundefutter ist ganz nice. Ja, ansonsten geht es so, würde ich sagen. Eine Stahlplatte, drei Kupferbarren. Wieder so ein Jule-Lock. Wie heißt das auf Deutsch? Weihnachtsscheit. Damit wir ja besser farmen gehen können. Ja, dann war das der Krampfer. Also auch kein Krampf. Wenn man denn hier dicke Granatwerfer auf Vorrat hat. Ansonsten muss, weiß ich nicht, Minigun soll noch gehen oder halt aufgemutzte AKs. Also das ist mein Update. Das ist wirklich nicht, wo ich sage, oh, pille-palle Updates, sondern die Updates haben es diesmal heute mal in sich. In dem Sinne würde ich sagen, versuchen wir gleich noch den Greg umzuhauen. Gibt da noch ein drittes Video gleich hinterher. Jetzt gerade aber erstmal das hier weiter verarbeiten, schneiden, rendern. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst Kommentare da. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich denke mal so in 2 Stunden wird dann noch ein Video kommen oder ja, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger. Bis dahin, macht es gut. Bye bye, euer Shimmy.